Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES. Mit dabei ist der Kill Bill. Yo, was geht? Yo, was geht? Wir spielen die deutsche Übersetzung von den Star Trends von Phoenix Down, Alter, aber Schwede. Jetzt spreche ich nochmal kurz mit dem Typen hier. Nur um mir hier zu synken, ich drücke 3, 2, 1, Klick. So. Jetzt habe ich mich selbst gesynkt, ich bin so toll. Und ja. Der Typ, der lässt uns immer noch nicht vorbei, weil er voll doof ist im Kopf. Ja, Kill Bill hat aber die Lösung. Wir müssen noch mehr lernen. Wir müssen lernen. Kriegsschiff oder so und dann, ja, das andere haben wir ja schon, White Rose. Aber wir müssen das Kriegsschiff lernen. Genau, und das lernen wir natürlich bei Auftraggebern in anderen Städten. Welchen Auftraggeber brauchen wir dafür? Ja, geh mal da hoch da irgendwie. Ja, mal die Karte reinblenden, dann sehen wir Oh ja, warte mal, ich krieg mal die Karte an. Guck mal da. Gehen wir mal da in die Stadt nach links, in Salamando. Nach links, nach Salamando. Ja, warte mal, muss ich nicht mit der Prinzessin erstmal reden? Haben wir doch schon lange. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe mit dem Ratz geredet, aber nicht mit der Prinzessin. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Nee, erstmal Salamando, da lernen wir das eine mit dem Sid, aber das Sid ist kein Problem. Das Sid kann jetzt leider runterfliegen und dann lernen wir das. Hammer geil. Dann lernen wir nicht gleich alle beide Sprüche. Jo. Das ist gar nicht so geil. Zwei Klappen mit einer Fliege. Yeah. So, da oben ist so ein Ring. Stadt, da gehen wir jetzt rein, nachdem wir den komischen Typen hier besiegt haben. Genau, da lernen wir erstmal Luftschiff. So. Wo, mit welchem muss ich denn da sprechen für Luftschiff? Nur mit Sid. Nee, ist kein Sid. Wer ist denn Sid? Sid ist geil. Ja. Hier ist kein Sid. Oh. Hier ist kein Special-Typ. Oh. Na, da wo du die Tickets kaufen kannst. Das ist nicht hier. Ja. Oh. So? Das ist, jetzt von uns und, also direkt nach unten rechts, glaube ich, ist das. Okay, was, wenn wir da durchs Eis laufen würden, dann kommen wir da hin. Nach Snow Kavian. Na, dann müssen wir. Komm, wir gucken nochmal rein, weil die Zuschauer haben es, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Was? Bin mir zwar nicht sicher, weil wir eine Aufnahme vorwerfen mussten, wo wir so viel gezeigt haben, so toll war. Und dann war alles für den Arsch. Das war super toll für uns beide, das Gefühl danach. Stimmt, hast recht, Sid war da unten, ja. So. Genau. Zack, ja, jetzt sind wir drin, ey, voll geil. Oh, jetzt sind wir gleich wieder draußen, noch geil. Ich muss nach oben gehen, ich muss nach oben gehen. Oh, ich will erst mal gucken, was hier noch ist. Hallo, dieses Port, im Norden liegt Salamando, Bofas im Osten. Bofas. Seid ihr schon mit Sitz fantastisch im Luftschiff geflogen? Der wartet nicht mehr auf die Antwort. Der rennt einfach weg. Ja, ne, Sitz ist mal wieder in der Kneipe. In der Kneipe. Ja, ach, na, alles klar. Danke für den heißen Tipp. Vielleicht lässt ihr euch mit dem Luftschiff fliegen. In der Kneipe, dann auf in der Bar. Auf in der Inn. Das ist nicht die Bar, aber ich fand die in der Bar cool. In der Bar. Die berühmte in der Bar. Wo ist denn die in der Bar? Schlag nach oben jetzt, oder? Ich hab nur eine Abkürzung genommen. Ja, hallo. Ja, die Bar. Ahoi, wollt ihr nach Bar nur 32 Gil? Nein, Mann, wir wollen in die Bar. Bar. Und da muss Sid sein. Sid! Da rechts, wir sehen. Sid, rechts, der Typ ist anders. Der da. Hallo Sid. Hey, wollt ihr mit meinem Luftschiff irgendwo hinfliegen? Luftschiff. Yeah. Sag, Luftschiff. Yeah, gib dem Mann das Geld fürs Luftschiff, ey. Cool, gib dem Mann das Geld für das Luftschiff. Bist du das Assistent? Ein Flug mit dem Luftschiff gefällig? Nur wir bringen euch im Nu, wohin ihr wollt. Wie sieht's aus? Oh yeah. Na, warte mal, wir müssen noch. Eigentlich noch Altea. Palumen. Ist nicht Bofas relativ nah? Ne, Bofas ist da, wo wir herkommen. Ja, okay, dann gehen wir lieber laufen. Ne, warte. Was hat er noch im Ausbau gehabt? Ne, er hat nur Blödsinn Semis? Gehabt. Guck mal, wir können lieber zurück nach Palm fahren. Ja, aber ist okay, da können wir hinfahren. Aber was hat der. Mich würde mal interessieren, was der zur Auswahl hatte. Bofas, Semin und was noch? Kann man später nochmal gucken. Das wäre mir, sag mal, sehr interessant. Ach, Semin. Ich weiß, wo Semid ist, okay? Jetzt dachte ich, der biegt verkehrt ab. Weißt du, wo Semid ist? Das ist die Höhle, wo wir dieses Exit holen. Und das andere hätte ich noch gern gewusst. Oh, ne, gut.
Ich schau mich an, die Kobolde, die gehen mir voll auf den Sack. Weil du musst ja so sehen, die tolle Prinzessin oder was da rum ist. Ja. Die muss jetzt erstmal den Auftrag geben mit dem Luftschiff. Ja, genau. Das haben wir ja durch den Schmied nur noch nichts gekriegt. Du meinst Warship? Warship. Ihr habt mir Trillwäsch, Heldenmut. Selbst dieses Mädchen ist tapferer als ich. Ugh. Windrose. Mithril. Luftschiff. Ah, Mann. Voll sinnlos, wenn man mit den Leuten nicht reden kann, ja. So, jetzt sind wir doch zu Hause. Wo ist denn jetzt hier? Ach, das ist das Schloss. Das Schloss der Prinzessin ist ein Rathaus. Na? Mhm. Guten Tag, Herr Zwerg. Guten Tag, Herr Federhut. Dann sind wir mal zu Ihrer Prinzessin. Guten Tag, ach, Prinzessin. Hallo. Hier bin ich. Yes. Ein seltsamer Schattenritter hat sich Faramek angeschlossen. Er wurde mit dem Bau des Zerstörers beauftragt. Bitte, ihr müsst ihn vernichten. Alles klar. Zerstörer. Eine geheime Gruppe in Bofas versucht, den Zerstörer zu sabotieren. Bevor er fertiggestellt ist, helft ihnen. Luftschiff. Ja. Nix, komm, aber wir haben alles. So, liebe Leute, wir haben jetzt Luftschiff gelernt, wir haben Kriegsschiff gelernt. Wir sind so cool. Mit diesem Wissen gehen wir wieder zurück zu dem Punkt, wo wir schon einmal waren. Und jetzt am Anfang des Parts. Jetzt lassen wir uns auch mit dem Luftschiff dahin fliegen. Weil ich gar kein Flieg genau in die Stadt rein. Warte mal. Tikatukaland. Tikatukatukatiki. Ne, wir haben kein Geld für Luftschiff. Das heißt, wir sind schon wieder Battle On? Ja, klar. Speichern die Bummel. Guck, da 418. Och ne, wie teuer war denn das? Weiß nicht, 500 war das teuerste. Nee, schon mal richtig safe, so echt safe. Ach so. Ja, das ist mir manchmal lieber, weißt du? Speichern wir da. Ja, genau. Gute Reise. Komm, ich fahr jetzt wieder mit dem Schiff, ist mit Bums. Geht schnell. Schnell genug für uns. Ja, kann man ja auch. Und da oben ist halt ein Luftschiff im Port. Oder war da auch der Sydney, ne? Wie bitte? Ja gut, da haben wir kein Geld, stimmt. Da müssen wir rumlaufen. Na, ja, laufen wir rum. Ja. Geht nicht anders. Wir sind besser. So, also Final Fantasy 4 war nach Final Fantasy 1 das erste Final Fantasy, welches wieder außerhalb von Japan veröffentlicht wurde. Zwar wurde es anfangs nur in den USA unter dem Namen Final Fantasy 2 herausgebracht und da auch nur als Easy-Type-Fassung, eine entschärfte Fassung des Originals mit sanfteren Gesprächen, weniger Items und Zaubersprüchen, leichteren Bossen und sogar einigen zensierten Szenen, wovon aber immerhin die Import-Fans profitieren könnten. Jahre danach wurde das unzensierte Final Fantasy 4 als Teil der Final Fantasy Chronicles zusammen mit Chrono Trigger in den USA veröffentlicht. Im Jahre 2002 erschien Final Fantasy 4 zusammen mit Final Fantasy 5 schließlich auch hier in Europa als Final Fantasy Anthologie. Zuletzt folgten unter anderem Umsetzung für die GBA und Nintendo DS. Ah ja, also war es doch ein Easy Type. So, sagen wir ihm mal Zerstörer. Ihr wollt zum Zerstörer? Ihr kommt durch die Kanäle hin. Windrose. Oh, ihr seid Rebellen. Als Schattenritter bla bla bla. Konnte ich nichts sagen. Bla. Zerstörer, bis dann. Jetzt ist er wirklich weg. Krasse Wurst, ey. Wurst, ne? So, auf so einen Scheiß soll man damals gekommen sein. Naja, früher hat man halt alles ausprobiert, ne? Mhm. Hat man noch Zeit gehabt. So, jetzt müssen wir erstmal lustig durchs Wasser schwimmibussen. Guten Tag. Lange halten, hey. Langspann, das ist Wasser? Guck mal. Ja, besser als Mithril. Wenn wir extra in die Höhle gegangen sind, um das Mithril zu farmen, weißt du? Ja, stimmt auch wieder. Na, ich probier's trotzdem mal. Pass auf. Objekt, ja? Nein, nicht Objekt. Wollen wir das auch mit den zwei Schwertern mal ausprobieren eigentlich? Ja, da kommt man nicht dazu, das zu sehen. Egal. Dark Hook macht schlecht. Ja, okay. Aber ich werde mir hier vorsichtshalber mal geil das eine Mithril-Schwert wieder wegnehmen. Weil der kriegt dann halt doch mehr Angriff da oben. Ich glaube, das ist doch der Wert, der dann zählt. Mhm. So, warum gehe ich hier? Wobei, ich hätte noch ein Schild gekauft, dann hätte er sogar noch ein Schild jetzt gehabt. Stimmt, ja. So, na, guckt ja. Er jetzt in die Röhre, ne? Ja, das ist halt geil. So geil, ne? Gay. Ist halt gay. Ist voll geil. Ist geil, gay. So, liebe Freunde.
Das sind Schlangen, die wir kaputt hauen. Echt? Stehen nur Schlangen? Ist jetzt nicht erwartet, dass ich die Schlange tot haue, oder? Ah. Bestimmt schon Schlangenkiller, ey. So. Was ist denn das hier für ein Abflussrohrsystem, ey? Oh. Mit Zombies drin, ey. Also früher möchte ich, im Mittelalter möchte ich nicht in die Kanalisation gestiegen sein, ey. Wenn da Zombies dir entgegenkommen. Mhm. Geil, gleich passiert. Oh, jetzt müssen wir wieder runter. Ja, ist halt Kanalisation, ey. Wie so eine echten Kanalisation. Ja, ja. Langbogen. Eigentlich wäre mal cool, wenn du hier so weiß mein Schild kriegst noch. So als gratis Zugabe, Dreingabe. Ein gratis Schild. Ja. Hm. So, Exit. Pass mal auf, wir haben jetzt einen Langbogen bekommen, ne? Und Maria steht ja hinten. Das heißt, rein technisch gesehen müsste die jetzt ja hier einen Langbogen mal kriegen, ne? Oh, könnte was bringen, ne? So. Langbogen, der macht zwar weniger Schaden, aber dafür ist er weiter hinten. Das heißt, hinten macht er vielleicht noch besser. Man weiß es nicht. Jetzt hast du ein Schild übrig. Ja, jetzt habe ich ein Schild übrig, was wir geil in die Hand drücken. Zack, Mann. Ach, guck mal, wenn die was in die Hand nehmen, dann haben die allgemein weniger. Mhm. Ja, das sind auch nicht so bestimmt. Ach, guck mal, der kriegt durch das kleine Dings, kriegt er nicht mehr Abwehr. Das bleibt so. Bleibt so, ja. Das ist ja ein komischer Typ, der Guy. Der will bestimmt unbedingt Mythril haben. Ich verstehe den nicht. Das Mythril. Boah, noch mehr Labyrinth, danke. Ach, oh, natürlich dürfen ja die Gegner nicht fehlen. Ich liebe Random Encounter. Die sind so richtig modern. Sind so die Zeit-Dinger da. Es ging halt nicht früher viel anders als mit den Random Encounters wahrscheinlich. Aber du bist einfach keiner drauf gekommen. Das nee, anders zu machen, dass dann die Gegner schon rumrennen. Außer aber mir jetzt eigentlich schon richtig? Weiß nicht. Ich gehe einfach. Ja. Ich sehe. Da oben sehe ich schon mal eine große Tür. Das ist schon gut. Ne? Klingt nice, ja. Ja, ja. Oh, das hat man nur früher und den Frameskip gemacht vor allem, ey. Ey, echt ohne Mist. Das denke ich jedes Mal, wenn ich das so sehe. Pass auf, ich mach jetzt mal ohne. Oder stell da mal. Ich mach jetzt mal ohne Frameskip, ja? Ja denk nee, jetzt nach, was ich mache. Pass mal. Nein, du kämpfst gegen das und dann machen wir hier Magie. Kannst du das vielleicht auf dem Boss? Kannst du vielleicht auf dem Boss beschränken oder so? Ja, wollen wir zeigen, wie das so war früher. Ich will mal nichts sagen, aber es kommt gleich Boss von der Wespe starb. Kein Effekt. Wenn die jetzt voll die Erfahrung hier. Na gut, okay, ich beschleunige die ganze Scheiße mal. So, nichts. Was ist das? Sollen wir speichern? Ja. Jetzt habe ich gespeichert. Das ist der Dark Emperor. Die Zerstörer. Der Zerstörer ist vollendet, wie ich es versprochen habe. Nun werden die Rebellen keine andere Wahl haben, als sich dem Kaiser zu unterwerfen. What's that for fucking Burgern? Wir sehen uns! See ya! Okay. Ja, nein, nein, ich will anders Abo abbiegen. Manu. Oh, macht's gut, Leute. Ha. See ya. Hey, hey Arschlöcher. Hey, was sind das für 14. Was sind das für Arschlöcher? Für kleine Arschbobs, ey. Arschbobs. In dem Rahmen hinter dem Schatten, Ritter. Jetzt kommt hier so ein fieser Kampf oder so, ja? Und dann ja, das kommt eigentlich auch weg. Gleich. Ja, da kommt so mal. Gehen wir mal durch die Tür hier. Ach, guck mal, da ist eine Truhe, die nehmen wir mit. Pass erhalten. Oh yeah. Finden wir einen Ultrapass. Also in dem Raum hinter dem Schatten. Das ist der Multipass. Finde einen Pass, in dem ihr vorsorglich mitnimmt. Nun warft euch zurück nach Barbos und redet mit den Bewohnern. Nach Barbos zurück. Der Einzige, der euch Informationen über den Zerstörer geben kann, scheint Cid zu sein. Der Spezialist für Luftschiffe. Also hier muss Cid irgendwo in der Bar rumhängen, wahrscheinlich wieder. So, also geht zurück nach Port. Sprecht mit Cid. Ach nee, scheiße. Achso, du musst aber vielleicht die Info erfliegt Richtung bringen. Port. Also geht zurück nach Port, sprecht mit Cid und er erzählt euch, dass sein Luftschiff ähnlich wie der Zerstörer mit Sternenfeuer betrieben wird. Sternenfeuer? Warte mal, jetzt spoiler nicht zu viel, ey. Naja, nee, eigentlich noch nicht. Doch, ein Sternenfeuer, hallo? Ja, das ist ein Zauber, das ist wieder ein Spruch, den man erkennt. Ja, aber trotzdem.
Das sind so relevante Sachen, die ja storymäßig cool verbaut sind. Mit Stardust. Nee, Starfire. Starfire. Nein, da kommt schon, weggehen wir raus. So. Oh, da fliegt er runter, seht ihr, der soll mal runterkommen. Ja, ich bin jetzt immer unterwegs, ey. Von der Freak. Immer Freaky Freak. Freak, Freak. He's a freak like me. So. Ein Flug mit dem Luftschiff gefällig. Wir bringen euch im Nu. Oh nein, warte mal, ich soll jetzt erstmal mit dem Typ sprechen. Zerstörer. Nur eine Schrottkiste. Ja, genau. So, wo wollen wir hin? Hier ist nichts, Port. Nein. Du bist doch schon im Port hier. Nein. Wo bist denn du? Doch, ich bin im Port. Ja. So, Nu? Dann sollen wir mit dem Typen latschen. Na, hab ich doch gerade. Nun, Sid erzählt euch, dass ein Luftschiff ähnlich wie Zerstörer, der muss uns was erzählen. Sternenfeuer. Oh cool, mein Luftschiff wird mit Sternenfeuer angetrieben. Sternfeuer. Das Sternfeuer ist schwer zu kontrollieren. Es könnte ein Luftschiff leicht zerstören. Okay. So, und jetzt sollten wir vielleicht mal der Princess Bescheid sagen, dass wir alles jetzt in Erfahrung gebracht haben. Wem? The Princess. Prinzessin. Althea. Prinzessin Althea. Nein, nee, die Stadt heißt Althea, nicht die Prinzessin. Genau. Ja. Ah, Mann. Ich will Boot fahren. Boot fahren. Einfach Boot fahren. Ja, Boot fahren. Ich will Boot fahren. So, Boot. Leute, fahren wir mal mit dem Boot, wa? Mit einer Nussschale. Ja, die ganz kleine Nussschale mit zwei Flackendingern. So, da sind wir schon da. Guten Tag, macht's gut. Ich gehe jetzt zu meiner Prinzessin. Junge, echt, ey. Du bist so cool. Du bist sehr geil. Du bist für den Alter sehr, sehr geil. Genau. Das müssten wir jetzt so als Hintergrund mit einblenden. Nein, das werde ich nicht tun. Das ist wahrscheinlich rechtlich geschütztes Material. Prinzessin, wo seid denn ihr? Ich hatte schon wieder den komischen Rathaus. Hallo Federhut. Ja, immer. Lass mich mal durch zu eurer Prinzessin, so wie immer, kennt das ja schon. Guten Tag, Prinzessin. Klassisches Lachen. Hunderte starben, als der Zerstörer uns angriff. Vater, geht es schlecht? Kann Min nicht etwas tun? Nein, ich bleibe hier bei ihm, Firion. Halte den Zauberer Zerstörer auf. Falls verlesen. Ja. Min bleibt. Nein! Bleib im Team! Gib uns unsere Mithril-Rüstung, du Arsch! Gib uns Sternfeuer, gib uns Zerstörer, gib uns Luftschiff und Mithril. Nun geht nach Althea und erstattet der Prinzessin Bericht. Ihr erfahrt, dass der Zerstörer, was war der? Hat die dass er hunderte Verletzte und Getötete hat. Da Min nun gebraucht wird, beschließt er euch zu verlassen. Überlasst die euch. Die Sau hat das Mithril-Zeugs behalten. Ja, überlässt euch aber das Kanu, sehr nett. Redet nun mit dem. Das sollen wir lieber das Mithril-Zeug wiedergeben, das verkaufe ich. Redet nun lieber mit dem König. Denn der König hat Sternfeuer für euch. Um weitere Informationen zu erhalten, um das Sternfeuer zu erhalten, müsst ihr nach Kashun, wo es seit Urzeiten verwahrt wird. Aber vorher müssen wir mit dem König reden. Ja, ich suche gerade das königliche Haus. Das war genau daneben. Ach so? Ja. Nö. Doch. Nein. Doch. Ist das hier drin? Nee. Achso, ja, doch. Ja. War das hier drin? Ich weiß es nicht mehr. Ist so lange her, dass ich den König besucht habe. Bin immer nur bei seiner Tochter. So. Hallo König, ach, guten Tag, was machst du hier? Nichts. Nichts. Ich fürchte, der König wird bald sterben. Sternfeuer. Alle 7 Jahre findet das Sternenfest in Kashun statt, Mann. Dann wird das Sternenfeuer geläutert und in eine magische Laterne gebannt. Wenn ihr also die Laterne finden könnt, wäre das Sternenfeuer euer. Ja, ne? Zerstöre. Zerstöre und Luftschiff sind ähnlich gebaut. Luftschiff. Sid gibt alles für sein Luftschiff auf, Mann. Oh, wenn der König jetzt bald stirbt, kann der bestimmt nichts sagen. Der Zerstörer
hat Hunderte getötet. Wir sollten aufgeben. Niemals. Sternenfeuer. Scott versiegelte Kajuns Tor, um das Sternenfeuer zu retten, als Paramek ihn gefangen nahm. Ah, guck mal da. Die Mondglocke allein kann das Tor öffnen. Ist ja gut, dass ich mit dem gesprochen habe. Mondglocke. Nur die Familie Kajuns weiß, wo die Mondglocke ist. Zerstörer. Das war's, kann das Luftschiff. Sid hat das Luftschiff einst gefunden und repariert. Woher es kam? Ja. Verwirrt uns nicht, alles klar. Ja, tja, Leute. Das war's auch schon wieder, glaube ich, mit diesem Part. Wir sehen uns dann, wenn wir uns auf die Suche nach der coolen Mondglocke machen. Mhm. Also macht's gut, bis dahin und tschaußen. War das jetzt dein Tschüss? Ja. Okay, alles klar. Whee!